Nach der Wahl in Polen kann die proeuropäische Opposition dort künftig auf eine Mehrheit im Parlament bauen. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt die regierende PiS-Partei als stärkste Kraft zwar auf knapp 36% der Stimmen. Wie die zuständige Kommission mitgeteilt hat, die Bürgerkoalition des ehemaligen Regierungschefs Donald Tusk und ihre möglichen Bündnispartner erreichten demnach aber zusammen eine Mehrheit von rund 52%. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.